Guckt euch das an. David ist direkt da. Und dann geht das hier ab. Sauber, Kollege. Anhänger, den. Guck mal hier. Unterstützen wir mal ein kleines bisschen. Wir nennen David seinen Windschatten. Hemi kümmert sich um die Ladung, sehr gut. Hier weiß jeder, was er zu tun hat. Fahr dich wieder ein! Willst du auf meine Map kommen? Es wären noch 8 mal Kartoffeln zu machen. Oh mein Gott! Keine Kartoffeln mehr sehen! Aber ja, es müsste alles irgendwie mal gemacht werden. Nein! Dachte, jetzt kommt wieder diese Explosionsnummer. Die zum Zugucken witzig ist, aber nicht, wenn man es erlebt. Guck mal, der Hemi, da ist er. Wartet schon wieder mit seinem Ernter. Oh, vielen Dank, ey, für die Hilfe. Es ist so eine undankbare Aufgabe. Schaffe ich? Verdammt! So, David, jetzt geht langsam schon die wilde Rangier-Action los, ne? Ach, ich weiß doch, wie es ist. Ich weiß doch, wie es ist. David rastet gleich aus, ich weiß es ganz genau. So, Kollege, Busfahrer gegen Hobby-Trucker. Oh, wieso kriegt der keinen Knick?
Hemi, bleiben Sie ruhig mit den jungen Pferde. Du darfst gleich. Die Hupe ist auch nicht so pralle, ne? Könnte reichen. Zum Glück. Männer, es nicht wundern. Ich werde den Anhänger gleich mal wegschaffen hier. Was weg ist, ist weg. Derzeit kann der Hemi ernten. Vielleicht kommt ja der David mit. Weiß es nicht. Oh, Leute. Soll David auch wegbringen? Ah, Süppchen, es wäre schon geil. Weil was weg ist, ist weg. Muss ich das nicht machen? Muss ich es einfach nicht machen? Diese Kurve, ne? Ist ja nicht so. Kann man sich, glaube ich, schon dort in die Trucks begeben. Und dann, als krönenden Abschluss, haben wir dann natürlich noch unsere große Kolonnenfahrt, um diese miesen Kartoffeln dann wegzubringen. Ich glaube, zum Bahnhof, ne? Der wäre schon mal weg. Schafft ihr das zu zweit gleich oder braucht ihr David noch? Oh, wir brauchen David tatsächlich noch, Süppchen. Weil wir haben 3 LKWs. Aber wenn es nicht ist, Süppchen, dann ist es nicht. Um Gottes Willen. Kein Problem. Okay. Puh, Schweiger. Ach, guck mal, da war er schon, der David. Ist er vorbeigesaust. David hat wenigstens eine Warnleuchte an, sehe ich gerade. Er macht das schon richtig. Er macht das schon richtig. 8-mal Kartoffeln geht zum Flugplatz von Harvest Corps. Okay. Oh, aber da hier ich mit meinem Western Star, also ich darf definitiv die Kolonne nicht anführen. Muss dann ein besserer Truck machen. Ach, ich sage euch, wie es ist: Kolonnenfahrten sind das, was ich am meisten liebe.
Also muss man bei den Feldern, ist halt neben dem Feld immer so eine Aufgabe, wo du dann das Feld auf einmal aktivierst. David kann den Anhänger nicht verkaufen, er stellt den da einfach hin. Ja, richtig so, sehr gut. Muss ja eh nochmal wegen dem Kultivator hin. Steht denn der? Ich erkenne das gar nicht. Richtig rum? Oder liegt der? Er liegt doch. Oh, das ist der LKW. Nicht erschrecken, ich mach hell. Das ging trotzdem nicht immer mit dem. Was passiert, ey? Entschuldigung, Emi, ich mach ihn weg. Ja, ist ja gut. Meckern hier rum. Versucht doch nur aufzuräumen. Ja? Ja? Nein! Na verdammt nochmal! Kann man sich auch die Zeit vertrödeln. Ganz sachte, ganz sachte. Was sind da für tausende Windenpunkte? Sachte, sachte, sachte. Ah! Verdammt! Ah! Nicht zu. Da wirklich ganz sachte. Ganz sachte. Sachte ist nicht. Ah! Oh Gott, ach jetzt betoniert. Jetzt ist er betoniert. Hey, vielleicht kann ich den jetzt ankoppeln. So wie er jetzt ist. Weil okay, so wird's nichts. Oh Gott. Jetzt wird's Mikado. Oh Gott, er ist in mir. Sahn hat er gleich abgeerntet. Alle Kartoffeln fliegen. Oh! Ob es jemals klappen wird. Und loslassen! Das Ankoppeln wird so natürlich spannend. Inge! Ich hatte in meinem LKW vorhin auch plötzlich eine Metallstange stecken und nichts ging mehr. Okay. Ja, man hatte mal das Gefühl, online passieren dann wirklich noch Sachen, die passieren eigentlich nie.
Ey, David, willst du mal ganz cool sein? Willst du mal schnell den Tankanhänger noch mit wegbringen? Das wäre richtig gut, weil dann ist hier aufgeräumt. Das wäre echt cool. Das war eine Oscar-reife Rettung mit dem Anhänger. Danke. Ich habe mir Mühe gegeben. Guck mal, hier fährt er noch weg. Oh, herrlich. Ist hier gleich aufgeräumt, weißt du? Erst noch die Trucks tanken. Okay, David, alles klar. Erst noch die Trucks tanken. Hat Hebi jetzt bestimmt übel seine Arbeit unterbrochen, den Pad schnell weggeworfen und hat sich so gedacht, nein! Nein! Trucks tanken! Ah, das macht der David schon. Hat der Hemi jetzt bestimmt kurz Schnappatmung gehabt, ich bin mir ganz sicher. Nein! Vor allem noch dieses innere Wohlbefinden, weil man sich so denkt, ich räume auch gleich auf. Krank! Sorry, dass ich nicht so viel helfen konnte. Ey, Doktor, du hast doch geholfen. Alles cool. Und für die Technik kann ja nun mal keiner was. Was auch immer da los war. Du hast doch geholfen. Alles cool. So leer. Hat ja hier hingestellt. Da steht er, okay. Boah, dieses Lenken mit der Kiste ist so der Wahnsinn. So. Ah! Ach so. Oh, Feld ist fertig. Habe ich ja hier ein bisschen zu tun. Schnell, warte, warte. Die Jungs wollen ja eh noch tanken. Warum kann ich den Anhänger nicht verkaufen? Du kannst keinen Anhänger verkaufen, der für die Mission benötigt wird? Ich lasse das mal hier alles so stehen. Irgendwie ist das gerade ein bisschen buggy. Ich steige in den Truck. Ich werde mal in den hier steigen. Machen wir uns mal nichts vor. Ist der Billo-mäßigste. Der ist sogar schon getankt. Siehst du, der David, da ist er unterwegs. Da ist er unterwegs. Kracht die Hütten jetzt nochmal alle voll. Das ist doch super. Hemi wird sich um die Ladung kümmern. Sehr gut. David, lass einfach so stehen. Lass so stehen. Wir machen jetzt unsere Kolonnenfahrt. Such dir einen Truck aus, steig in den GMC, wie auch immer. Und wir müssen zum Flugplatz. Hoi, hoi. Das ist doof. David! Guck mal. David ist Kolonnenführer. Das kann doch nur gut werden. Weg ist abgesteckt. Gabelung links. Der will, dass jemand vorbeifährt. Seht ihr das? Das ist sprachlose Kommunikation ist das. Wir verstehen uns schon. Ich liebe Kolonnenfahrten. Ist aber schnell, der Hemi. Zum Glück hat Enaves einen Kran dabei. Wer weiß, wofür es klein und gut sein wird. Man hat ja schon die dollsten Sachen erlebt. Er kennt die Strecke nicht und sieht keinen abgesteckten Weg. Okay, dann ist alles richtig. Alles richtig gemacht. Oh Gott, Leute, dann ist diese scheiß Aufgabe fertig. Ey, da habt ihr mir geholfen. Das ist der Wahnsinn. Achso, hier fahren wir außen drum rum. Der fährt da echt durch? Nee, nee, nee. David, folge mir. Pass auf die Killerbäume auf.
kenne mich hier aus. Jetzt müsst ihr umkippen. Ich hab doch hier bloß so ein Bibbel-LKW. Killerstein! Oh. Oh. Ich sehe schon das Problemchen. Ich habe den Pacific. Ich fahre direkt durch den Matsch. Ja. Ich habe nicht mal ein Differential, Mann. Ach so, die Jungs versuchen das hier schon zu klären. Komm ran. Leute, jetzt kriegt man hier alles hin. Hat ja nun mal auch die schwerste Ladung, der Hebi. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen, ne? Oh, folgt mir, ich weiß ganz genau, wo es lang geht. Da hinten war gerade ein kleiner Unfall fast. Mir ist gestern im Stream auf freier Strecke mein LKW samt Ladung umgekippt, weil ich an vereisten Straßenabzweigen verpasst habe und in Schlittern geraten bin. Das war auch ein bisschen peinlich. Das ist nicht peinlich. Stadioncheck, das ist nicht peinlich. Wisst ihr, wie oft mir sowas schon passiert ist? Folgt mir nicht, hab mich selbst verirrt. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für den tollen Stream. Es hat auch wieder Spaß gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh! Oh! Oh Gott! Hemi! Es tut mir leid! Bei dem lädt's bestimmt. Nein! Ist sein Anhänger jetzt... Bin ich der Letzte gewesen, oder was? Okay, ich bin da. Aber eine männliche Hupe ist es. Die wissen nie, wo lang, wa? Es ist doch einfach nur geradeaus. Und dann fahren wir lieber hier so den safen Weg, würde ich mal sagen. Als jetzt hier oben lang. Ich fahr vor. Alles klar, Leute. Ist cool. Links rum? Nein, um Gottes Willen. Nein. Nein, das macht mein Truck nicht mit. Hab ich vorhin nicht gesagt, ich sollte nicht der sein, der vorfährt? Weil ich den Billo-Truck hab, aber wir kriegen das hin. Hoffe ich mal. Dass das jetzt hier nicht schon die ersten Problemchen bringt. Die Jungs sind da, die Jungs sind da. Oh Gott! Oh Gott! Ich. Nein! Oh! Ja! Danke! Ich bin vom Weg abgekommen! Oh Gott! Ich bin irgendwie auf einmal so nervös, wenn ich so weiß, was hinter mir los ist. Oh Gott. Oh Gott, ich hab ein Hemi vergessen. Da merkt man auf einmal, wofür eine Hupe gut ist, ne? Ich komm ja. Ups, da passiert jetzt nichts mit der Ladung. Hemi, das ist so wichtige Ladung. Das, machst du jetzt die Winde dran oder ich mache? Okay, du machst. Okay, ich fahr los. Scheiße.
Okay. David, der muss nach hinten. Der kippt gleich um. David, du musst. Der kippt gleich um. Oh Gott. Oh Gott, David. Ja, genau. David, du musst rückwärts. Und jetzt hör mal auf, so wie Wilde zu lenken, Hemi. Dir wird doch schon geholfen. Da sind sie dann noch immer so fickrig, ne? Da muss man auch mal ruhig bleiben. Oh Gott, ich glaube, David hat ein Problem. Ich glaube, der kriegt den nie gezogen. Der ist komplett verkeilt? Nein! Warte mal, ich bumse ihn mal an. Ich habe so die Angst, dass der... Ach du Scheiße. Ich habe die Angst, dass uns der Hemi abpfeift. Warte mal. Hemi, bleib ruhig. Wenn es wackelt, kann ich noch einen Meter. Will? Tja, dieser scheiß Baumstamm, ne? Das liegt jetzt. Hast du das gesehen? Hemi muss hier irgendwie wieder auf Kurs. Oh, das ist der Baum. Scheiße, das bringt mir hier nicht viel. Scheiße. Houston? Warte mal, wenn ich... Muss mal ganz kurz an... So ein bisschen an Chemie denken. Wenn ich den hier so zerre. Hier so. Scheiße, der ist echt verkeilt. Ey Leute, das ist eigentlich so ein einfacher Weg gewesen, ne? Und jetzt entschärft es mich hier gleich noch. Scheiße! Warte mal. Anhänger vielleicht lösen? David, Anhänger lösen? Hemi soll einen Anhänger lösen. Und David, versuch du dann mal, dass du den Anhänger rückwärts erstmal wegkriegst. Dass wir erstmal den weg haben. Und ich versuch dann den Hemi rauszuziehen. Ah, sehr gut, sehr gut. Oh, jetzt muss ich das hier nochmal hinkriegen. Vielleicht klappt das. Was ist dieser eine? Oh, bleib ruhig, Hemi. Nein, Hemi, bleib ruhig. Nicht lenken. Scheiße. Nicht lenken, Hemi. Ey, wenn uns jetzt hier die Oh, scheiße. Warte mal. Ich tue jetzt erstmal einen Hemi hier runterzerren. Baum? Wie kriegt man das hin? Warte, jetzt versuche ich. Okay, da hängt was gewaltig. Da hängt was richtig gewaltig. Eigentlich nur eins machen. Ladung runter. Das doch nicht mit die Kartoffeln. Das darf mit jeder Ladung passieren, aber doch nicht mit die Kartoffeln. Warte mal. Oder wir machen jetzt richtig Kamehameha. Ich setze hier hinten an.
Ich muss wohl einfach mal ein bisschen wackeln. Ah, falsch rum! Ich glaube, der pfeift uns gleich ab, David. Ich rangiere hier auf so einem schmalen Brett. Der klemmt richtig feste. Und mich ärgert es, dass ich... Kriegen wir das hier nicht hin? David, ich mache jetzt eins. Lass mich mal zurück. Ich will mal rückwärts hier ranfahren. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott, jetzt kippt der auch noch um. Ey, ich habe gerade so eine Déjà-vu. Mittelgroße Stämme, Caterpillar. Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Oh Gott, Leute. Klein Aaron will ins Bett. Der David hat keine Zeit mehr. Ich glaube, ich muss hier erstmal Licht machen gleich. Ich glaube, uns fehlt die Power vom Rückwärtsgang. Meine Güte. Da soll mal einer sagen, Snowrunner ist langweilig, ne? So, Hemi, mein Guter. Bleibe ruhig! Der Hemi ist bestimmt schon so nervös. Hemi ist bestimmt schon so nervös, Dorte. Er hat bestimmt schon wieder eine ganze Schachtel Kippen weggeballert. Siehst du, der hat nämlich schon eine Sicherheitswinde dran. Ich mach mal schönes Wetter. So, Hemi. Ich versuch's. Mit dem Kran ist natürlich auch eine Idee. Mit dem Kran die Schnauze vorne rum, ne? Hemi, um Gottes Willen, hör auf zu lenken. Ich krieg hier noch einen Herzinfarkt wegen dir. Jetzt häng ich am Baum. Oh, David, das tut mir so leid. David wollte gute Dinge zu tun. Warte mal, ich versuch's. Hängt der Kran fest. Leute, hier ist alles Fricke. Gott. Warum? Leute, ich weiß nicht, was los ist. Oh Gott. Hey, was ist das für eine Steuerung? Du sollst doch... Aber ist das der Baum? Das ist der Baum, ne? Wieso kriege ich... Gott! Okay. Es wird nicht. Der hängt neben der Brücke fest. So, ich habe jetzt nur eine Idee noch, David. Ich fahre die Scheiße weg, weil ich habe auch nicht mehr so viel Sprit. Und dann muss ich mit dem... Ach, ich versuche gerade... Moment. Und dann muss ich mit dem Kran die Ladung... Und, oh Gott. Oh Gott. Mit dem Kran die Ladung dort runterkriegen. Beim Hemi. In der Hoffnung, dass er nie abpfeift. Weil dann haben wir eh mal Feld umsonst gemacht. So, Hemi, ich weiß. Man lässt Kameraden nie zurück. Und was zählt, ist die Mission. Ich weiß, du verstehst das. Hau rein, Bruder. Schönes Leben. Wie kann man sich da hoch so festnabbeln? Das ist doch nicht... Ich weiß es nicht. Oh Gott, und ich hab... Ein scheiß Truck, ey. Soll ich mitfahren oder warten? Warte lieber.
Ich weiß es ehrlich gesagt, wo die Idee wird. So weit ist das ja nicht hier. Ey, weißt du, wäre das jetzt irgendeine andere Ladung? Scheiß der Hund drauf, ne? Aber der hat Kartoffeln geladen. Leute. Der hat Kartoffeln. Sowas brauche ich jetzt auch noch, ne? Ganz einfach geht das. Man muss den Chef durchscheinen, damit er nichtsdestotrotz selber passiert. Gott, Emi, das war kein richtiges Deutsch. Aus ihm spricht die komplette Angst, Leute. Kartoffel, man isst sie, man stammt sie. Genau. Ja, man beendet damit Quest. Ja. Ja, die Pisse noch. Kartoffeln. Ich hätte eigentlich wirklich gedacht. Und los. Ach, durchschieben und damit ihm nicht dasselbe passiert. Ach, und danke für den Follow. Holdrick oder Holdrio? Was? Holdrio, nicht Holdrick. Aber er ist Betriebsarzt da. Sehtest mit Brille war da alles schicki. Ich schaff den Scheiß erstmal schnell weg hier. Dann muss ich irgendwie die Kartoffeln. Ich brauch die Kartoffeln. Weigi macht das sich ganz gut hier, ne? Hemi ist frei! Er ist frei? Oh, wie habt ihr das gemacht? Hemi ist frei, Leute! Aber die Kartoffeln sind auch weg, oder was? Das nächste Mal pflanzen wir Nudeln. Ich denke auch, da haben wir dann nie so eine Probleme. Jetzt schreibt er auf immer, ich kann halt fahren. Du kriegst die Tür nicht zu. Der Hemi ist frei. Ich hab's nicht gesehen. Ist noch alles da? Das ist gut. Der Hemi ist frei. Der Gebieter hat Hemi eine Socke geschenkt. Genau. Ah! Ich will euch nur begrüßen, Leute. Ich bin so aufgeregt. Und ich mach dann einfach die Nachhut. Ich sag mal, Hemi kann halt fahren. Okay. Eine Holzbrücke festfahren. Traktor umkippen. Ist ja nicht so, dass das innerhalb von einem Jahr passiert. Das ist alles heute innerhalb von dem Stream passiert. Aber. Okay. Sind sie denn? Ich glaube, da hinten kommen sie. Kann jetzt hier auch warten. Weil die müssen dann hier eh abbiegen. Oh, richtig. Hemi ist frei. Der Gebieter hat Hemi eine Socke geschickt. Ach, Leute, ich freue mich so auf Hogwarts Legacy. Ah, ich freue mich so. Und ich bin so irre, ich habe extra 2 Tage freigenommen dafür. Damit wir schön
Hogwarts suchten können. In mir sind doch schon so kranke Gedanken, ob ich im Zuge dessen echt meinen ersten 12-Stunden-Stream machen möchte. Ich glaube aber, ich überlebe das nicht. Ich müsste halt zwischendrin essen, trinken, kacken. Ihr wisst, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich zu alt für sowas bin. Wo sind sie denn? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich geh mal gucken, was die Schergen da so treiben. Na und? Nimm uns einfach mit, also außer zum Kacken. Hemi, Mister, ich kann fahren und so weiter. Ich weiß nicht, du hast schon wieder ganz schön Schräglage. Ich hab dir gesagt, du sollst aufhören, von Bauer Margot den Kartoffelschnaps zu saufen. Warte, ich zieh dich. Hebi, mach keinen Scheiß. Ich glaube, es ist nicht so Hebis Tag heute. Warte, ich bin da. Ich bin da. Und los. Ich lass die Kollegen mal vor hier. Guck lieber nach vorn, Hemi. Doch, er kann fahren. Ich glaube doch. Ach, der Hemi will, dass ich vorfahre. Oh Gott. David, ich komme. Moment. Sprit her. Oh Gott. Schauen Sie, ich helfe Ihnen mal, junge Frau. Sprit her. Ey, was du hier erlebst, das ist Wahnsinn. Warte, ich will dir doch Sprit geben, Hemi. Warte, ist alles grün. Ich geb dir was, warte. Ja, komm, zieh los. Oder soll ich vor? Nee, ich guck mir das lieber von hinten an, was ihr hier macht. Ja, mal fahr hier, ne? Los. Na, los, fahr, los. Hemi war das Vorbild von Manfred Krug. Er kann fahren, okay. Hat ja auch seinen Anhänger noch hinten dran. Wir wollen mal wirklich fair sein. Wir stänkern ja auch ein bisschen. Oh. So, jetzt kommt hier diese... Ich stelle mich mal ein bisschen so, dass er nicht umkippt. Sehr gut. Ich schütze einfach nur die Kartoffel. Hier geht es nur um die Kartoffel. Hier, David, hier. Sehr gut. Ach, Leute. Wieder so eine geile Fahrt hier am Ende. Der Gebieter hat Hebi eine Socke geschickt. Hemi ist frei. Jetzt hier nochmal ein bisschen matschig. Ohne Probleme, gucke. Nochmal David. Muss ich es ja nicht so schwer machen.
Aber der hat einen guten Weg dort. Na gut. Scappy Joe guckt zurzeit wieder auf Achse, okay. Sprit her! So gut. Herrlich. Aber warum? Hä, musste David seine gar nicht abgeben? Hä? Da stand doch 2 von 8. Aber Konzernfarm gegründet. Dank diesem neuen Dünger ist die Ernte reicher denn je ausgefallen. Ganz zu schweigen von der Produktqualität. Wirklich gute Arbeit. Oh Leute, wir haben es geschafft. David, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug gerade ist, aber tust du mir mal einen Gefallen? Tust du deine Fracht mal entladen? Dann packe ich die nämlich bei mir mal hier hinten drauf. Weil das war gerade definitiv irgendein Bug gewesen, ne? Weil Kartoffeln, das ist ja hier das pure Gold. Das müssen wir mitnehmen. Also, wo ich abgegeben habe, stand definitiv 2 von 8 da. Also, das war wirklich merkwürdig. Aber ich heb die Kartoffel dann mal so halt auf hier. Ach, Leute. Was für eine Session. Ey, ich danke euch so sehr. Ne? Ey, weil diese Aufgabe ist einfach so ein Rotz. So, ich weiß ja nicht, wegen Trucks jetzt von euch hier wegschaffen. Ich weiß ja gerade nicht, wie das online so ist beziehungsweise war. Ich habe zum Glück jetzt hier einen Truck von mir. Ich glaube, ich muss die Session auch beenden hier einfach, ne? Habt ihr dann euer Zeug oder drücke ich hier irgendwas Falsches? Ich weiß es nicht. Scheiß auf Diamantkartoffeln sind, was? Diamantkartoffeln sind WWE wertvoller. Ich verstehe das gerade nicht. Wir kommen nämlich zum Ende für heute. Ey, wie gesagt, Leute, vielen Dank. Ich will mal gucken, ob wir hier jemanden eine kleine Freude mit Raid machen können. Also das Ende hätte ich ja persönlich nicht gedacht, dass das heute so abläuft hier. Aber genau das ist es, was es halt so interessant macht, ne? Genau das ist es. Ich bin Pro und ihr? Ach, bist du, Hemi, bist du. So, in diesem Sinne danke ich für den Stream. Hat echt Spaß gemacht. Einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Stream. Kartoffeln sind wertvoller als Diamanten, meinte er. Ach, alles klar. Fehlercode 0815. Was für ein geiler Name. Danke dir für dein Follow.